Die Mädels stehen drauf, yeah. Na, es ist deine Show, deswegen bin ich jetzt bei dir. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem verregneten München. Mich erwartet heute ein aufregender Tag hier in der Bavaria Filmstadt. In dem Studio hinter mir dreht Bulli seinen neuen Film und ich darf ihn gleich am Set besuchen. Das Coole ist, ich darf ihn nicht nur besuchen, sondern ich darf selbst eine kleine Rolle in seinem neuen Film übernehmen. Ich bin so gespannt und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein ins Trockene. Jetzt geht es für mich ins Fitting. Ich habe mein Kleid vorher schon gesehen und eines kann ich euch verraten, es wird wirklich abgespaced. Voilà! Du bist einer der Rellas, die heute bei uns mitspielen. Wir haben heute 30 Rellas im Bild. Mhm. Und wir haben versucht, alle ganz individuell zu stylen. Ich würde sagen, 2 Stunden in der Maske haben sich gelohnt. Hinter uns ist Bulli gerade in Action und wir versuchen gleich, ihn uns mal für ein paar Minuten zu schnappen. Ich hoffe, es gelingt uns. Erstmal tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr busy da draußen als Regisseur und Hauptdarsteller. Und vielen Dank, dass du jetzt hier bei uns bist. Also beziehungsweise in deiner Maske. Nein, es ist deine Show, deswegen bin ich jetzt bei dir. Zwar in unserer Maske, aber ich habe sozusagen diese Maske für deine Show zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Gerne. Wie läuft es denn heute so am Set? Ah, sehr gut. Also heute zieht es sich ein bisschen, aber das liegt daran, dass man so Kleinkram noch... zu erledigen hat. Wir haben ja heute den 41. Drehtag. Morgen ist der letzte. Heute ist nochmal richtig Alarm mit, ich glaube, insgesamt 30 Ladies haben wir hier an Bord. Und ja, da ist ordentlich was los. Also ich glaube, wir haben genügend für die Frauenquote bei uns getan. Ich finde es ja total cool, dass ich dich nicht nur hier am Set besuchen darf, sondern dass du gesagt hast, Vanessa, mach doch gleich einfach mit. Wie findest du denn mein Outfit? Ja, ich kenne das Outfit, weil man hat es mir ja vorher gezeigt. Deswegen habe ich es ausgesucht. Ein bisschen die Vorlage war dann schon so, diese Barbarella-Style aus den 60ern, aber wir haben es natürlich so ein bisschen zeitgemäßer gemacht und dabei kam das hier raus. Und ich finde, ich schaue es mir wahnsinnig. Ich kann gar nicht mehr woanders hingucken. Ich fühle mich auch sehr wohl in dem Outfit. Es ist abgespaced, das ist definitiv. Und ich habe ja jedes Outfit, was hier getragen wird von den Ladies, auch vorher anprobiert. Also das ist, weil ich natürlich möchte, dass man sich darin wohlfühlt, habe ich das Probe getragen. Und ich kann sagen, dein Kleid fühlt sich besonders... Und die Schuhe? Warst du auch mit den Schuhen zufrieden? Ja, ich war, also sag mal so, ich bin da immer gestanden, ich bin aber nicht damit gelaufen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr über die Geschichte von deinem neuen Film. Was kannst du denn schon verraten? Also es sind eigentlich 5 Filme. Also es ist ein Episodenfilm. Mhm. Wir haben eine Parodie auf Zurück in die Zukunft. Wir haben Winnie Tun Deutsch Jedi. Wir haben Sissi und Franz. Wir haben eine Parodie auf Wolf of Wall Street. Und dann das Traumschiff. Planet der Frauen. Und somit haben wir 5 verschiedene Genres in einen Film gepackt. Und das war für Ausstattung, Kostüm und Make-up schon ein ziemlicher Brocken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt möchte ich dir aber auch noch was zeigen zum Schluss, und zwar meine Ohren. Oh ja, also bitte. Greif mal hier rüber. So. Ja. Oh. So. Oh. Hm. Ja, Bulli, was hast du da in der Hand? Das sind meine Ohren. Und die wollte ich dir einfach mal zeigen. Weil sie wunderschön sind. Die kann man nicht essen. Das sind die Ohren. Und davon, willst du mal anfassen? Mhm. So. Okay. Und das sind die Spooky-Ohren, schau. Ich hatte schon mal Elfenohren drauf. Die haben auch so ein bisschen. Genau, aber die sind natürlich viel schöner. Nein, wirklich. Wow. Ja. Dann weiß ich schon, was mein nächstes Kostüm sein soll. Du kannst auch meine Ohren anfassen. Ja, guck mal. Oh ja. Oh. Ihr seht's alle. Vielen Dank. Und... Oh, aha. Oh, wow. Ich habe mal ganz viel Ohren.
Jetzt müssen wir aber wirklich, danke, Polly, noch rausfinden, wie ich mich überhaupt schlag vor der Kamera. Ich bin ein bisschen aufgeregt vor der Szene. Oh, na, das kriegen wir hin, pass auf. Das kriegen wir hin? Absolut. Du bist ein guter Regisseur, genau. Du wirst mich beruhigen, und falls ich irgendwie einen Nervenzusammenbruch habe. Wirst du nicht bekommen, du musst heute nur schreien und laufen. Das ist okay, das bekomme ich hin, in diesen Schuhen. Absolut. Feiertag geht hier auf dem Planet der Frauen. Der wird gefeiert. Wir gehen bitte auf Anfang, vielen Dank. Die letzten Vorbereitungen laufen. Bulli hat gerade noch mal erklärt, was gleich passiert. Und dann kommt sie, die große Barbarella-Szene. Ich bin so gespannt. Und los geht's. And Action! Mit Stolz, meine Damen und Herren. Super, vielen Dank. Und jetzt gibt es so eine Spaßeinstellung mit den Schauspielerinnen. So, was für ein Tag am Set von 9 bis 9 Uhr abends. Ich bin total erschöpft. Es war großartig. Es war viel Warten, viel Haare, viel Make-up. Aber es war eine total coole Erfahrung. Und am meisten freue ich mich, dass Bulli, der wirklich schwer beschäftigt ist, sich die Zeit genommen hat, mit uns geredet hat. Und ich bin jetzt sowas von gespannt auf den Film. Ich freue mich jetzt auf meinen Feierabend. Auf die Couch, Make-up runter, die doppelten Wimpern runter. Und ich schicke euch viele Grüße. Bis bald. Was ist jetzt, ein Rülpser oder bist du traurig?